Einen wunderschönen guten Abend, Bonn. Herzlich willkommen hier im Arkadenhof der Uni. Herzlich willkommen zum Excellence Slam, zweite Ausgabe. Hat ja ein bisschen gedauert durch Corona jetzt, aber wir sind wieder da. Ich freue mich riesig, dass Sie alle hier im Arkadenhof sind und auch zu Hause. Wir streamen ja heute zum ersten Mal nach Corona, kann man ja ohne Stream überhaupt nicht mehr. Das heißt, auch im Internet sind wir heute vertreten, also auch dahin einen lieben Gruß nach Hause schon mal. Um Forschung soll es heute gehen. Und mir ist eine Sache gleich am Anfang total wichtig, zumindest in meiner Disziplin, ich bin eigentlich Biomediziner, ist es so, dass man sich in der Regel duzt. In vielen anderen Forschungsdisziplinen ist das eigentlich auch Standard und ich fände es total schön, wenn wir heute auf Augenhöhe eintauchen könnten in die Untiefen der Forschung. Deswegen fände ich es cool, wenn wir so eine kleine Vorstellungsrunde machen, dass ich mich kurz vorstelle, Sie sich vorstellen, damit das halbwegs schnell geht, würde ich sagen, ich zähle jetzt einmal bis drei und dann sagen Sie alle Ihren Namen, Vorname reicht und dann stelle ich mich vor. Kleiner Tipp am Rande, ich bin ein Mann, ich bin nicht multitaskingfähig. Falls das auf Sie auch zutrifft, überlegen Sie sich Ihren Namen, bevor ich bei drei angekommen bin. Dann können Sie nach der drei hören, wer rechts und links was sagt und dann haben Sie Ihren Nachbarn auch direkt kennengelernt. Ja? Und für alle, die sagen, nee, ich möchte lieber gesiezt werden, ist auch kein Problem, respektiere ich voll, fühlen Sie sich einfach den Rest des Abends mitgemeint. Funktioniert hier und da auch sonst ganz gut. Fangen wir an. Eins, zwei, drei. David, sehr erfreut. Super, dann sind wir beim Du. Das ist eine feine Sache. Ich möchte mit euch in den sauren Apfel beißen. Ich habe ja Corona gerade schon angesprochen. Selber als Forschender, Ex-Forschender, habe ich natürlich die Wissenschaft auch in den Jahren intensiv beobachtet und es ist ja omnipräsent. Wir haben überall Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Talkshows, in der Zeitung, in Talkshows und in Talkshows. Und ich habe für euch jetzt, weil ihr alle hier seid, einmal zusammengestellt, was so meine wissenschaftlichen Highlights der letzten Jahre waren. Und da möchte ich mit euch einmal ganz kurz und ganz schnell durchgehen. Aha. Publikation Nummer 1, die mir sehr gut gefallen hat von einer japanischen Arbeitsgruppe, die sich mit dem Problem beschäftigt hat, was mich auch schon seit Kindestagen umtreibt, ist, warum laufen Menschen nicht gegeneinander? Also, Fahrzeuge kollidieren, Tiere vielleicht auch mal, Gegenstände sowieso, warum Menschen nicht? Diese japanische Arbeitsgruppe hat Big Data Analysen gefahren an Bahnhöfen, hat sich das Ganze angeschaut und sie haben die Lösung gefunden, warum Menschen manchmal doch kollidieren. Es ist sehr überraschend, das ist, wenn Menschen nicht aufmerksam sind. Erkenntnis der letzten Jahre. Zweite Publikation hat mir auch sehr gut gefallen, französische Arbeitsgruppe. Frei übersetzt mit dem Titel Fettleibigkeit von Politikern und Korruption in postsowjetischen Staaten. Sie haben eine Korrelation festgestellt. Interessant, wenn Sie jetzt direkt sagen, oh, müssen wir noch mal gucken, Peter Altmaier, Ricarda Lang, dann muss ich sagen, stopp, nicht drauf reinfallen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt einen eklatanten, feinen Unterschied zwischen einer Korrelation und einem kausalen Zusammenhang. Beispiel, diese völlig verpixelte, da aus dem Internet gescreenshottete Landkarte der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahr 2019. Was man hier aufgetragen hat, sind die 2019 im Sommer frisch installierten 5G-Hotspots und Corona-Hotspots. Korrelation? Ja. Kausalität? Vorsichtig. Fehlt der dritte Faktor, Bevölkerungsdichte, ganz einfach. Das ist ungefähr so, als würde ich hingehen und einfach mal frei die Anzahl der Frauen, die im Bereich Medizin habilitieren, überlagern mit den Platin-Auszeichnungen von Helene Fischer in den vergangenen Jahren. Also kann man jetzt auch daraus schlussfolgern, Helene Fischer soll bitte weiter gute Musik machen, dann haben wir an den Universitäten mehr Professorinnen im Bereich Humanmedizin. Fraglich. Oder noch viel schöner, Gender Pay Gap, immer noch ein Thema, leider. Verdienstabstand von Männern und Frauen und die Anbaufläche von Gemüse in Sachsen-Anhalt. Also ich finde, das ist mehr als eindeutig, wenn wir Sachsen-Anhalt komplett zubetonieren, ist Gender Pay Gap kein Thema mehr. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, jetzt merkt man, ich bin ein langsamer Lerner. Dahinter passiert was und ich mache mit dem Pointer immer so. Der Rechner steht aber da hinten. Haha, jetzt kann auch ich schalten. Wichtig, also, wenn wir Forschung betreiben wollen, wenn man es ganz weit runterbricht, sind es drei Schritte, die wichtig sind. Wir beobachten etwas, das tragen wir auf, in so einem Graph, wie wir ihn gerade gesehen haben. Dann, komm schon, stellen wir eine These auf, das kriegt auch jeder noch hin. Und dann ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wir überprüfen diese These. Und damit möchte ich gerne zu meiner Top-Publikation der letzten Jahre kommen, wo ich mich ganz ehrlich frage, was war die Beobachtung? Und diese Publikation lautet frei übersetzt,
Oh, jetzt macht die Technik es aber spannend. Komm schon. Da. Experimentelle Replikation zeigt, dass Messer, die aus gefrorenen menschlichen Fäkalien hergestellt werden, nicht funktionieren. Wahrscheinlich einen aufgeschnittenen Fisch irgendwo am Nordpol gefunden. Naja, so viel zum Thema Forschung der letzten Jahre. Und damit möchte ich jetzt auch zum Thema kommen. Wir machen hier heute Abend einen Excellence Slam. Wir zeigen Ihnen heute exzellente Spitzenforschung hier von der Uni Bonn. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir seit einigen Jahren Exzellenzuniversität und wir haben so viel Exzellenzcluster wie keine andere Uni in Deutschland. Exzellenzcluster, das sind Zusammenschlüsse von Forschenden, die sich mit mehr oder weniger einem enger oder weiter umgrenzten Problem beschäftigen und darin so wahnsinnig gut sind, dass sie nochmal extra Forschungsgeld dafür bekommen. Davon haben wir 6 Stück. Möchte ich ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Wir haben im Bereich Mathematik das Hausdorff Center for Mathematics. Wir haben im Bereich Biomedizin das Cluster Immunosensation. Wir haben im Bereich Geschichtswissenschaften das Exzellenzcluster Beyond Slavery and Freedom. Im Bereich der Agrarwissenschaften das Exzellenzcluster Finorob. Aus den Agrarwissenschaften das Exzellenzcluster Finorob. Aus der Physik Matter and Light for Quantum Computing und ja, jetzt sind die ersten 4 aber drei aber schon traurig, ne? Und last but not least aus den Wirtschaftswissenschaften eContribute. Sehr schön. So, ich hoffe, ihr habt eure Energie noch nicht verbraten, denn jetzt möchte ich euch die wichtigsten Personen des heutigen Abends vorstellen, unsere Slammerinnen und Slammer. An der Stelle, ich werde wahrscheinlich heute noch einige Male Slammerinnen und Slammer sagen und um das Ganze abzukürzen, würde ich mich auf das Entgendern von Fettberg beziehen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Da heißt es einfach Slammies. Genderneutral, fertig. Meine Slammies, herzlich willkommen. Franka Hoffmann vom Hausdorff Center für Mathematik. Barbara Böhmann von eContribute. Andreas Rittmann vom Exzellenzcluster Matter and Light for Quantum Computing, Lukas Drees, Phenorob und Nora Balser vom Exzellenzcluster Immunosensation. Herzlich willkommen, ihr 5. Und damit auch zur ersten und auch letzten schlechten Nachricht des heutigen Abends. Das Exzellenzcluster Bonn Center for Dependency and Slavery Studies ist heute Abend leider nicht dabei. Ich weiß nicht genau warum, ich glaube, die haben festgestellt, ihr Slammer ist einfach viel zu stark und die wollen nicht, dass ihr direkt vom Anfang wisst, wer gewinnt und um die Spannung hochzuhalten, haben sie dann zurückgezogen. Ich finde das ein sehr faires Verhalten. Irgendwie so muss es gewesen sein. Es tut mir herzlich leid, dass wir heute nur 5 Slams für euch haben, aber die werden grandios. Nochmal einen fetten Applaus für die 5. Ihr könnt euch da vorne platzieren und was trinken und wir freuen euch auf euch. So, ja. So. Und damit... Aber wir bleiben einfach bei der Folie. Ich brauche eigentlich auch nichts anderes. Ich brauche jetzt nämlich Sie. Wer von euch war schon mal bei einem Science Slam? Jawohl, okay. Für diejenigen, die noch nie bei einem Science Slam waren. Das Reglement ist total simpel. Wir haben diese 5 Kontrahent-Slammies, die werden gegeneinander antreten und ihre Forschung für euch hier präsentieren. Wie sie das machen, ist ihnen völlig freigestellt. Und Sie haben dafür 10 Minuten Zeit. Diese 10 Minuten sind das einzig wichtige Kriterium. Die Reihenfolge, in der Sie auftreten, so ist es grammatikalisch richtig, möchte ich mit euch jetzt losen, damit es fair bleibt. Eine kleine Sache muss ich vorwegnehmen. Die gute Frau Böhlmann hat einen Teil ihrer Familie mitgebracht und da wir laut Arbeitsschutz unter 18-Jährige so spät nicht mehr auf der Bühne begrüßen dürfen, würden wir die liebe Barbara gerne als erste slammen lassen. Den Rest würden wir natürlich losen. Dazu bräuchte ich im Publikum eine Losfee. Wer hat denn Lust, heute hier die Hand des Glücks zu sein? Da ist eine Hand, super. Dann haben wir hier... Ja, wie ist denn dein Name? Ich heiße Wiebke. Wiebke, hallo Wiebke. So, pass auf, ich habe die gute Barbara, du kannst das gerne nehmen, halt's dir irgendwo. Moin. Genau. Ich habe die gute Barbara schon mal hier oben dran geklemmt und ich habe hier so ein paar Zettelchen vorbereitet. Okay. Wie man vielleicht ableiten kann, habe ich erst die Zettel in diesen Umschlag getan und dann die Klammern montiert. Das war bestimmt klug. Das war nicht klug.
Ich gebe die jetzt einfach mal dem jungen Mann hier in die Hand. Dann hast du auch was zu tun. Guck mal, da fliegt schon. Sind das 5 Stück? Sonst, wer fehlt, ist der Letzte. Und dann darfst du einfach einmal ziehen, wer hinter der Barbara weg als zweiter Auftritt heute Abend. Kriege ich die Klammer dafür? Na klar, cool. Kannst du auch mit Klammer ziehen. Sehr schön. Magst das du vorlesen? Langer Name. Ach nee, das ist das Center. Franka Hoffmann fürs Hausdorff Center for Mathematics. Super, dankeschön. Perfekt. Dann. Kleinen Finger. Und als nächstes Nora Balzer für Immunosensation. Immunosensation. Ich habe mir gedacht, dass es Englisch ausgesprochen werden muss, war mir dann aber doch nicht ganz Immunosensation. Sicher, wie ich das mache. Genau, das klang irgendwie so unwissenschaftlich. Nach Sensation, ja. So, Andreas Redmann, Matter and Light for Quantum Computing. Die Physik. Ich werde besser. Sehr gut. Oh, und wer jetzt wird die letzte Person sein? Das ist voll spannend. Wenn alle die Namen verstanden haben, ich habe sie nicht verstanden, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Dann wüsstet ihr jetzt, wer es ist. Lukas Drees für Phenerop. Super. Gut. Machst du mir die noch dran? Dankeschön. Ganz lieben Dank und einen schönen Abend euch. So, und für alle, die sich jetzt denken, ach, ich hätte doch so gerne gelost, ich habe noch was Zweites. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, ich springe noch mal hoch, dass ihr mich auch sehen könnt. Ich hatte ja eben erwähnt, dass die einzige Regel ist, dass die Slammies genau 10 Minuten haben für ihre Slams. Das heißt, wir bräuchten jetzt jemanden mit einer Armbanduhr. Kann auch gerne eine Smartwatch sein. Wer hat denn hier was am Arm? Ich hätte nicht verraten sollen, worum es geht und schon eine Glocke in der Hand halten. Ne? Hände hoch. Da, ein junger Mann. Hättest du eine Sekunde gewartet? Ich wollte gerade sagen, wer es macht, kriegt ein Freibier. Nein, kriegst trotzdem nachher eins. Das ist ja sonst gemein, das jetzt auch zu sagen. Und dann, ne? Machen wir nachher. Bitteschön. Also, das hier ist ein Gerät aus dem letzten Jahrtausend. Das ist so wie eine Boombox, nur ohne Bluetooth und Mono. Aber du kannst hier oben diesen Hebel betätigen, dann lenkt das unten aus. Genau. Und macht Krach. Wenn die Slammies gleich da oben aktiv sind, schaust du bitte einfach auf deine Armbanduhr und nach 9 Minuten, Punkt, machst du einmal so ein leichtes Bim, ja, dass die oben wissen, dass sie nicht in Panik geraten, aber dass die wissen so, Achtung, da unten, der hat da den Blick, ja, und wenn wir bei 10 Minuten sind, dann machst du Lärm. Ja, dann einfach alles raus. Super, vielen Dank dafür. So, dann kann ich das wieder ablegen und dann können wir auch schon starten, würde ich sagen. Wer von euch ist denn heute Abend? Nein, Quatsch. Die Barbara fängt ja an. Die Barbara. Was ist denn die Anmoderation für die Barbara? Guck mal, so setzt das Hirn aus. Ah, ja natürlich. Du machst ja was mit Geld. Ja, ich habe mir einen kleinen Gedanken gemacht. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt und mir zu allen natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich finde ja solche Veranstaltungen wie die heute Abend hier immer total klasse, weil keiner was bezahlt. Und wir bieten hoffentlich trotzdem qualitativ hochwertige Unterhaltung für euch. Aber ihr habt ja nichts gezahlt. Das ist zumindest euer Eindruck. Ihr zahlt trotzdem, nämlich mit eurer Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist wahnsinnig wertvoll geworden in den letzten Jahren, wenn ihr mal überlegt, die halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ihr jetzt hier im Arkadenhof gehockt habt, wie oft ihr auf euer Handy geschaut habt und was da alles passiert ist. Also Aufmerksamkeit ist so ein Ding. Und Aristoteles hat schon gesagt, dass Aufmerksamkeit begrenzt und wertvoll ist. Und ich finde es eigentlich total seltsam, dass wir im Deutschen sagen, wir schenken Aufmerksamkeit. Der Engländer aber sagt, to pay attention. Oh, ist ja eigentlich, finde ich, sagt das relativ viel. Und mit Aufmerksamkeit, vor allem mit Aufmerksamkeit, die Mütter ihren Kindern schenken, und welchen Einfluss das dann wieder auf das Geld hat, beschäftigt sich Barbara Böhlmann. Viel Spaß. Da. Hey,
Ja, hallo, guten Abend. Ihr habt es mitbekommen, ich bin Barbara, ich vertrete heute die Wirtschaftswissenschaften. Keine Sorge, wir sprechen nicht über Gaspreise, Mehrwertsteuersenkung. Nein, ich beschäftige mich mit der schönsten Sache der Welt, dem Kinderkriegen. Ich weiß nicht, kurzes Handzeichen, wer hat hier schon mal ein Kind bekommen? Ja, ich sehe nur Frauen, vielversprechend, sie hören zu, super. Ist richtig schön, ne? Also bei meinem Sohn sieht das so aus, er stopft sich seinen Teddy in den Pulli, sagt, Mama, ich bin jetzt auch schwanger, ich kriege jetzt auch Kakao zum Frühstück. Guck mal, geboren. Ja, so sieht der Start ins Leben aus. Bei mir geht es aber darum, wie entscheiden sich Mütter nach der Geburt des Kindes, dann wieder in den Beruf zurückzukehren. Was machen sie danach? Und bevor wir einsteigen, kurzer Test, genau, möchte ich Ihnen gerne zwei rein fiktive Leute vorstellen. Nennen wir sie einfach mal Bärbel aus Bonn und Lena aus Leipzig. Und die beiden haben beide 1994 Abitur gemacht, den gleichen Beruf ergriffen, gleiche Karriere verfolgt und dann beide 2003 ihr Kind bekommen. Aber was passiert dann? Ein Jahr nach der Geburt ist Lena bereits wieder voll erwerbstätig und wenn ihr Kind in die Schule kommt, bekommt sie wieder 70% ihres Einkommens vor der Geburt. Bärbel hingegen bleibt erstmal 3 Jahre zu Hause, dann geht sie in den Minijob und wenn ihr Kind in der Schule ist, verdient sie nur 45% ihres Einkommens vor der Geburt. Das wirft jetzt natürlich die Frage auf, warum sind die beiden so anders? Und ein wichtiger Faktor, den wir in der Forschung anschauen, ist das soziale Umfeld, in dem man die Entscheidung trifft, wieder in den Beruf zurückzukehren. Und hier ganz konkret, Lena kommt aus Ostdeutschland, aus Leipzig, wo ein weniger traditionelles Mutterbild herrscht, als Bärbel aus Bonn, wo es noch ein bisschen traditioneller zugeht. Und unsere Forschung beschäftigt sich jetzt mit der Frage, wie kommen diese Normen eigentlich in unsere Köpfe? Und da möchte ich Ihnen kurz 2 Einflussfaktoren vorstellen. Das ist einmal die kulturelle Prägung während der Kindheit, also was die Mutter selbst erlebt hat, als sie ein Kind war und aufgewachsen ist, und dann das soziale Umfeld im Erwachsenenalter, in dem man diese Entscheidung trifft. Und jetzt diese beiden Einflussfaktoren werfen natürlich die Frage auf, was ist eigentlich wichtiger und wie beeinflussen sich die beiden Faktoren? Das versuchen wir herauszufinden. Wie machen wir das? Dazu möchte ich Sie kurz auf eine kleine Zeitreise durch die Geschichte Deutschlands mitnehmen. Deutschland war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist jetzt vielleicht schon bekannt, getrennt. Ja? Und das nutzen wir, diese Trennung und Wiedervereinigung, um uns anzugucken, was passiert denn eigentlich mit den Frauen nach der Wende. Und um das erst noch mal kurz zu illustrieren, wie unterschiedlich Ost- und Westdeutschland während der Zeit der Trennung waren, habe ich Ihnen mal Werbung aus den 50er Jahren mitgebracht. Hier zunächst aus Westdeutschland. Sie sehen, ein ganz traditionelles Familienbild ist dargestellt für ein Backprodukt. Der Mann ist der Familienverdiener, die Frau leistet die Care-Arbeit. Gleiche Zeit in Ostdeutschland. Wir sehen ein kleines Mädchen, das ein vorgekochtes Essen aufwärmt. Es ist 5:10 und es sagt, oh, Mama kommt in 10 Minuten nach Hause. Ja? Also die Rollenbilder, die von Müttern hier vermittelt werden, sind komplett anders. Was passiert jetzt, wenn Deutschland sich wieder vereinigt? Da haben wir 3 Hauptergebnisse und ich möchte Ihnen sehr gerne alle 3 vorstellen, wenn ich schnell genug reden kann. Das erste ist, der Westen tickt anders. Das zweite ist, Wessis lernen von Ossis. Und das dritte Ergebnis, der Kulturwandel in Westdeutschland durch Ostdeutsche. Starten wir direkt mit dem ersten, der Westen tickt anders. Und hier geht es um die kulturelle Prägung während der Kindheit. Fragt man jetzt Ost- und Westdeutsche, 2008, also eine ziemliche Zeit nach der Wende, stimmen sie zu, dass ein Kind vor dem Schulalter leidet, wenn seine Mutter berufstätig ist? So stimmen 60% der Westdeutschen zu, aber nur 30% der Ostdeutschen. Und diese unterschiedlichen Normen, die in den Umfragen angegeben werden, finden wir auch genauso wieder im Rückkehrverhalten in den Beruf. Dazu habe ich Ihnen hier mal den Anteil der Mütter, die nach der Geburt des Kindes in den Beruf zurückkehren, mitgebracht. Auf der X-Achse, das ist die horizontale Achse, fängt es an bei 0. Das ist der Zeitpunkt der Geburt bis 7 Jahre nach der Geburt des Kindes. Und es sind 2 Linien, die Westdeutschen, das ist die schwarze Linie, und die Ostdeutschen, das sind die gestrichelte Linie. Das Erste, was auffällt, im ersten Jahr nach der Geburt verhalten sich Ost- und Westdeutsche eigentlich gleich. Danach geht das aber stark auseinander und Ostdeutsche kehren viel mehr in den Beruf zurück. Und das ist langanhaltend, selbst wenn das Kind schon wieder in der Schule ist. Erstes Ergebnis also, der Westen tickt anders, weil er auch anders aufgewachsen ist. Das wirft jetzt die Frage auf, kann man da noch was im Erwachsenenalter machen oder, liebe Bonnerin, ist zu spät? Nein,
es gibt noch was, das ist unser zweites Hauptergebnis. Wessis lernen von Ossis und, Spoiler Alert, andersrum scheint es nicht zu gehen. Wie finden wir das heraus? Wir schauen uns als erstes an, was passiert, wenn Lena nach Bonn zieht. Was wir dann sehen ist, dass 4 Jahre nach der Geburt, und hier alle, die gerade aufgezeigt haben, die ein Kind haben, 4 Jahre nach der Geburt hat man auch meistens in Bonn einen Kita-Platz, wenn man mit der Zeugung angemeldet hat, auf Spielplätzen so ein bisschen Werbung für sein Kind gemacht hat und vielleicht mal ein Osterpräsent gesendet hat. 4 Jahre nach der Geburt, ja, 40% der Westdeutschen in Westdeutschland arbeiten wieder regulär, aber 57% der Ostdeutschen in Westdeutschland. Also ein großer Unterschied. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, Barbara, die haben vielleicht nicht den gleichen Beruf. Ja, die Bärbel, die ist vielleicht Bartenderin, der Rhabarber, Barbara, haben immer Nachtschichten. Die Lena, die ist Lehrerin, die hat immer nachmittags frei, das ist total easy mit dem Kind. Guter Punkt, das rechnen wir raus, ja, und vergleichen Frauen in der gleichen Firma und im gleichen Beruf. Und immer noch ist dieser Unterschied bei 8 Prozentpunkten, also ganz erheblich, wie Ostdeutsche früher in den Beruf zurückkehren. Gegenteiliges Experiment. Bärbel zieht jetzt nach Leipzig zu Lena. Was sehen wir? Kleine Pause für Sie. Wir sehen, dass 56% der Ostdeutschen in Ostdeutschland arbeiten und 51% der Westdeutschen in Ostdeutschland. Also das ist schon deutlich näher beieinander. Und jetzt machen wir wieder den... Wie kann ich das hier besser machen? Nee, zurück. Jetzt machen wir den gleichen Vergleich innerhalb der Firma und des gleichen Berufs und dann sinkt dieser Unterschied auf 1 Prozentpunkt. Das heißt, in Ostdeutschland verhalten sich West- und Ostdeutsche eigentlich gleich. Wir haben gesehen, die Ostdeutschen bleiben immer ziemlich ostdeutsch, die Westdeutschen hingegen scheinen etwas von den Ossis zu lernen. Und jetzt, wieder liebe Bonnerin, heißt das, wenn Sie Ihre traditionellen Gender Roles verändern wollen, müssen Sie in den Osten auswandern? Oder geht es vielleicht auch ein bisschen anders? Und da schauen wir uns an, ob die Ossis nicht auch im Westen Kulturwandel beflügeln können. Ich möchte Ihnen 2 neue fiktive Personen vorstellen. Einmal Britta und Birgit. Wichtig ist jetzt, wir sind in Bonn um die Wende. Das heißt, diese beiden Damen bitte mit Dauerwelle und Fukuhila vorstellen. Die Britta ist jetzt in Firma A, gibt es nur westdeutsche KollegInnen. Birgit ist in Firma B und kurz nach der Wende haben die sehr viele ostdeutsche KollegInnen dazugewonnen. Wir schauen uns an, was passiert jetzt eigentlich, wenn Britta und Birgit ein Kind bekommen. Und was wir sehen ist, 10% mehr ostdeutsche KollegInnen führen dazu, dass die westdeutschen Mütter in Westdeutschland eine 1,6 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit haben, regulär beschäftigt zu sein, 1 Jahr nach der Geburt und sogar 2 Prozentpunkte 4 Jahre nach der Geburt. Das heißt, Ostdeutsche in Westdeutschland können auch etwas bewegen. Jetzt noch einmal zusammenfassend die 2 Faktoren, die ich am Anfang aufgeführt habe. Wir haben gesehen, die kulturelle Prägung während der Kindheit ist wichtig. Diese anhaltenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bleiben bestehen. Aber auch im Erwachsenenalter ist das soziale Umfeld wichtig und insbesondere scheint das nur in eine Richtung zu gehen. Salopp gesagt, Sie können nur Ostdeutscher werden, Sie können also nur weniger traditionell werden. Und andersrum funktioniert es nicht. Bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Ist das wichtig? Ja, das dürfen Sie natürlich selbst beurteilen. Ich finde schon. Wir hatten letztes Jahr noch einen Gender Pay Gap von fast 20%. Und wir wissen, dass insbesondere Kinder für die unterschiedlichen Karriereentwicklungen von Männern und Frauen verantwortlich sind. Und unsere Forschung zeigt jetzt, das ist wunderbar, ich bin bei letztes Slide, dass fehlende Vorbilder ein Grund sein können, warum sich Frauen in traditionellen Gesellschaften auch weiterhin traditionell entscheiden. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Barbara. Sehr schön. Wunderbar. Da haben wir direkt den Einstieg gemacht und ich habe jetzt eben noch mal geschaut, wie wir gelost haben und wir haben da auch direkt die Grenze. Also wir werden vor der Pause die ganzen Mädels hören und nach der Pause die Jungs. So ist das dann. Dementsprechend ist die nächste Slammerin, die Franka, die auf die Bühne kommen wird. Und Franka beschäftigt sich mit Problemen. Ich habe in den letzten Tagen gelernt, dass Mathematiker viele Probleme haben.
Und das auch gerne. Das möchte ich gar nicht sagen. Wer von Ihnen ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergekommen? War das ein Problem? Okay. Wer ist mit dem Auto gekommen? War das ein Problem? Gut, ich sehe da auch, also ich bin heute mit dem Auto hier, ich bin auch sonst mit den Öffis gerne unterwegs. Ich sehe da auch kein Problem. Franka sieht da überall Probleme. War jemand mit dem 9-Euro-Ticket auf Sylt? Ja? Hast du Sand mitgebracht? Nein, schade. Franka beschäftigt sich nämlich auch mit dem Transport von Sand. Aber was diese ganzen Probleme und der Sand und die Bewegung und das alles miteinander zu tun haben, erzählt sie euch am besten einfach selber. Franka Hoffmann! Jetzt wäre ich doch fast zu spät gekommen. Aber der Verkehr in Bonn ist einfach unberechenbar. Und dabei wollte ich ja eigentlich erzählen, was man mit Transport alles berechnen kann. Und damit meine ich jetzt nicht die Bonner Verkehrssituation und Baustellenumschiffungen. Nein, ich meine einen mathematischen Werkzeugkasten. Genauer gesagt, einen Werkzeugkasten, um Sandhaufen zu verschieben. Wolltet ihr auch mal so einen Drachen bauen, als ihr Kinder wart? Ich schon. Und irgendwo entsteht dann ein großes, tiefes Loch. Und irgendwie muss dann der Sand von dem Loch zu dem Drachen gekommen sein. Und irgendwie sieht dann mein Drache so aus. Und irgendwie müssen auch die Gesteine von dem Drachenfels zum Kölner Dom gekommen sein. Und als Mathematikerin habe ich die Tendenz, in allen alltäglichen Situationen Mathematik zu sehen. Und hier ist das ganz klar ein Fall für optimalen Transport. Also genau gesagt die Frage, wie man Baumaterial von einer Baustelle, von dem Bergwerk zu der Baustelle transportieren kann. Und diese Frage hat sich schon Morsch gestellt zur Zeit der Französischen Revolution. Hier ging es auch um militärische Anwendungen für Napoleon. Morsch wollte nämlich Festungsanlagen bauen, um Napoleon dabei zu helfen, Europa zu erobern. Es ging also darum, wie man das Baumaterial von den Bergwerken am besten durch ganz Europa transportiert. Am besten in einer sehr kosteneffizienten Art und Weise. Und hier hat Morge ganz einfach als Transportkost die Distanz genommen. Die Frage war also, gibt es eine beste Art und Weise, das Material zu transportieren? Das heißt, existiert eine Lösung überhaupt? Und wenn ja, wie kann man sie finden? Und wie sieht sie aus? Und genau diese Frage hat Monge dann mathematisch formuliert. Allerdings hat es in den nächsten 150 Jahren keiner wirklich geschafft, diese Frage zu beantworten. Bis dann der Durchbruch kam mit Leonid Kantorowitsch, ein russischer Mathematiker. Und Kantorowitsch hatte eine ganz neue Herangehensweise. Und dann wurde auch klar, warum es bei Monges Formulierung manchmal gar keine Lösung geben kann. Und warum sich so viele Leute so lange den Kopf darüber zerbrochen haben. Das Problem war nämlich, dass bei Monges Formulierung es nicht möglich war, Material von einem Bergwerk zu verschiedenen Festungsanlagen zu transportieren. Und mit Kantorowitschs Formulierung ist das möglich. Und vor allem ist das auch wichtig, weil Kantorowitsch nämlich wirtschaftliche Anwendungen im Sinn hatte. Und dann 1975 hat Kantorowitsch auch den Wirtschaftsnobelpreis für seine Arbeit erhalten.
In den 80er Jahren haben sich dann immer mehr geniale Mathematiker für den optimalen Transport interessiert und fleißig an dem Werkzeugkasten weitergebaut. In den letzten Jahren ist dann der optimale Transport aus dem mathematischen Sandkasten ausgebrochen und hat sich in alle möglichen Bereiche vorgearbeitet. Zum Beispiel die Biologie. Während meiner Doktorarbeit habe ich mir angeschaut, das kollektive Verhalten von Bakterien. Also was da optimal herumtransportiert wird, sind die Zellen. Oder in der Bildverarbeitung, wie man zum Beispiel die Farben von einem Bild auf ein anderes Bild transportieren kann. Und bestimmt habt ihr auch schon mal auf euren Handys solche Filter entdeckt und damit herumprobiert. Oder in künstlicher Intelligenz und im maschinellen Lernen, zum Beispiel wie man Bilder fälschen kann, sodass selbst ein Mensch nicht den Unterschied erkennen kann, oder wie man gefälschte Bilder erkennen kann. Oder in der Logistik. Ja, mit der Logistik, das ist in Bonn seit 2019 auch so eine Sache. Da sieht das nämlich dann so aus. Oder so. Oder auch so. Und wenn man immer zu spät ist und ganz schnell irgendwo hin muss, so wie ich, dann ist das natürlich perfekt. Aber bestimmt habt ihr euch auch schon mal darüber aufgeregt, dass diese Dinger überall im Weg rumliegen. Und irgendwann sind dann die Batterien leer. Und wenn die Batterien leer sind, dann kommen nachts die Unternehmen und sammeln diese E-Scooter wieder ein, um sie aufzuladen und dann am nächsten Morgen wieder zu verteilen. Haha, das habt ihr euch jetzt bestimmt auch gedacht, das ist doch schon wieder ein optimales Transportproblem. Und das, ja, wie gesagt, ist so eine Sache, dass wenn man als Mathematiker herumläuft, kann man in den alltäglichsten Dingen die wundersamsten neuen interessanten mathematischen Fragen entdecken. Also stellen wir uns doch jetzt einmal vor, dass das Hausdorff Center for Mathematics, wo ich arbeite, sich jetzt entschlossen hat, ein E-Scooter Unternehmen auch zu machen. Dann würden die Ladestationen wahrscheinlich ungefähr hier liegen. Und also nicht erschrecken, wenn ihr noch gar nicht wusstet, wie sehr Bonn schon von Mathematikern erobert ist. Ich muss Sie warnen, Mathematik kann auch ansteckend sein. Aber gut, dass E-Scooter-Unternehmen vom HCM floriert. Überall flitzen Studenten mit Rollern herum und an einem lauen Montagabend, so wie heute, sind dann auch ein paar E-Scooters mit leeren Batterien in der Landschaft verstreut. Hier. So, und die müssen jetzt geladen werden. Also die Frage ist, welche Roller wohin transportiert werden sollen. Also wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Transportplan. So, da haben wir jetzt erstmal jemanden ganz Kompetenten gefragt, unseren ehemaligen Bundesverkehrsminister Andi Scheuer. Herr Scheuer hat dann erstmal drei Unternehmensberatungen beauftragt und die haben uns dann das hier geschickt. Soll das optimal sein? Ist das logistisch logisch? Soll das Optimierung sein? Also, um sicher zu gehen, haben wir es dann erstmal unseren Erstis im Fach Mathematik als Übung gegeben. Und da kam dann das hierbei raus. Ja, das, liebe Leute, kann man doch einen optimalen Transportplan nennen. So. Also, auch wenn
man manchmal vielleicht schwer verstehen kann, über welche abstrakten Probleme sich Mathematiker manchmal den Kopf zerbrechen. Und vielleicht ein Jahr lang darüber nachdenken, ob überhaupt ein optimaler Transportplan existiert oder auch mal 150 Jahre, bevor man sich dann überlegt, wie man ihn finden kann. Manchmal sind die Sachen, die dabei rauskommen, ja dann auch irgendwie nützlich für Nicht-Mathematiker. Wobei ich muss sagen, für mich ist jetzt die Nützlichkeit nicht unbedingt in erster Linie interessant. Mir geht es hauptsächlich darum, sich mit spannenden Fragen herausfordern zu können. Und weil ich dann, glaube ich, nicht die Einzige unter den Mathematikern bin, würde ich es der Uni Bonn nicht raten, die Mathematiker zu beauftragen, um ein E-Scooter-Unternehmen in Bonn aufzumachen. Und weil das bei den Mathematikern manchmal ein bisschen lange dauern kann, möchte ich euch jetzt einen Meister in optimalen Transportnetzwerken vorstellen. Es ist kein Tier, es ist kein Tier und keine Pflanze, es ist nur eine gigantische Zelle. Und diese Zelle hat kein Gehirn, kein Nervensystem und kann trotzdem ganz komplexe Probleme lösen. Und da müssen wir uns fragen, liebe Leute, wenn wir so viele Jahre brauchen, um komplexe Probleme zu lesen und dann nur so gut sind wie ein Klumpen Proteine, wie können wir uns dann wirklich Intelligenz nennen? Genau so sehen wir angewandten Mathematiker uns gerne, dass wir Modelle und Daten dazu benutzen, um die Welt zu retten. Die Wirklichkeit sieht dann eher so aus. Und deshalb, liebe Leute, brauchen wir optimalen Transport. So, ich werde David wieder wegmachen. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt auch schon, es geht so schnell, dann kommen wir jetzt auch schon zum dritten Slam des heutigen Abends. Und um die Kollegin vorzustellen, möchte ich mit euch gerne ein kleines Experiment machen. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht bei einem Slam. Das hat wunderbar funktioniert, man kann ganz viel lernen. Macht gerne mit, nehmt mal euren rechten Zeigefinger. Haltet den so mittig vor euer Gesicht. Ja, sieht schön aus, wunderbar. So, jetzt befeuchtet ihr eure Lippen ein bisschen und dann legt ihr den mal so vorne zwischen die Lippen und geht so mit der Zungenspitze da dran. Okay? So, und jetzt überlegt ihr euch mal, wie viele Türklinken und U-Bahn-Schächte und sonst was ihr angepackt habt auf dem Weg hierher. Ja, keine Angst, wir haben ein Immunsystem. Ihr habt hoffentlich alle ein gesundes Immunsystem, wir haben auch in den letzten Jahren viel darüber gelernt. Im Immunsystem gibt es sogenannte Fresszellen, Makrophagen. Und was diese Makrophagen jetzt auf eurer Zunge gerade tun, das spezifisch wird euch Nora nicht erklären, aber sie wird auf jeden Fall über Makrophagen sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Nora Balter. Wer kennt jemand, der zwar gesund lebt, trotzdem krank wird? Also einer kann die lieber Bonnerin und Bonner auf jeden Fall, der Ludwig von Beethoven, der berühmte Bonner Komponist und Pianist, wurde schon bereits in seinen Anfang 20er schwerhörig und mit 28 wurde er schon taub. Wir wissen bis heute nicht warum. Hallo, schönen guten Abend, ich bin die Nora und ich arbeite beim Angebot der Immunität. Was mich ganz besonders interessiert, wie Immunzellen während der Entwicklung, während der Schwangerschaft sich programmieren lassen und dadurch die langfristige Gesundheit des Nachkommens beeinflussen können. Also stellt euch vor, ihr werdet Eltern. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt ein Baby. Eine der schönsten Geschichten der Naturwissenschaft. Als ich in meinen Anfang 20er schwanger wurde, ich war überglücklich. Ich habe gut recherchiert, alles vorbereitet, was ich mir dachte, dass ein Baby zum gesunden Entwicklung braucht. Also Maxi-Cosi, Kinderwagen, fördernde Spielzeuge und so weiter.
bis auf eines, meine eigene Gesundheit und mein eigenes Körper zum gesunden Entwicklung meines Kindes. Selbst schon beim ersten positiven Schwangerschaftstest hat die Waage viel zu viel gezeigt. Mir wurde trotzdem geraten, ab jetzt für zwei zu essen. Und weiterhin, es gab viele Studien über die langfristigen Folgen von Unterernährung während der Schwangerschaft und das wollte ich ja gar nicht riskieren. Wenn man über die Langzeitfolgen von Ernährung während der Schwangerschaft recherchiert, findet man eine große Studie, es heißt der Dutch Hunger Winter. Und das bringt mich zu einem traurigen Szenario während des Zweiten Weltkriegs, wo eine größere holländische Population keinen Zugang zur Ernährung hatte. Viele Menschen, unter anderem auch schwangere Frauen, haben gehungert und dessen Kinder wurden langfristig verfolgt, um zu sehen, welche metabolischen Erkrankungen diese Nachkommen entwickeln. Und es wurde gezeigt, dass wenn die Mutter während der Schwangerschaft gehungert hatte, das Nachkommen entwickelt deutlich häufiger Stoffwechselerkrankungen, so wie Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck. Aber was passiert, wenn wir Übergewicht während der Schwangerschaft haben, was heutzutage ein viel häufigeres Szenario ist? Um das zu sehen, brauchen wir die gute deutsche Dokumentation. Das ist hier mein Mutterpass. Und hier wird alles, wirklich alles über den Schwangerschaft notiert. Auch das Body Mass Index, das BMI des Mutters auch. Also junge, schlanke Männer wurden untersucht, dessen Eltern waren laut Mutterpass übergewichtig. Und diese schlanke, scheinbar gesunde Männer hatten ein fettiges, entzündetes Leber. Wie kann das passieren? Woher kommt diese ganze Menge Fett im Leber des Nachkommens von der Übergewicht des Mutters? Fettiges Leber oder Fettleber ist heutzutage die Nummer 1 Lebererkrankung, eine Stoffwechselerkrankung. Im Anfang eigentlich beschwerdenfrei, deswegen wissen wir nicht, ob wir das haben oder nicht. Aber laut Studien, Fettleber wurde auch mit anderen Stoffwechselerkrankungen, aber auch mit der Entwicklung von neurodegenerativen Erkrankungen sowie Alzheimer verbunden. Und hier kommt unser angeborenes Immunsystem ins Spiel. Der Immunforschung und Immunität bekam in den letzten Jahren ein riesiges Interesse. Der Bonner Forscher und Professor für Immunologie hat in seinem Hörbuch in etwas weniger als 7 Stunden zusammengefasst, was wir unbedingt über unsere eigene Abwehrkraftsystem wissen sollen. Und der Mario Rütz hat das auch sehr gut zusammengefasst. Nämlich, es ist zwar hochinteressant, unser Immunsystem ist sehr spannend, aber kein leichter Stoff. Und manchmal verstehen wir alle nur Bahnhof. Professor Streeck hat unser Immunsystem zu einer Fußballmannschaft verglichen. Ein gut organisiertes, koordiniertes Team mit unterschiedlichen Mitgliedern, die sind halt die unterschiedlichen Immunzellen, für ein gemeinsames Ziel, gewinnen über das Gegner. In unserem Fall, das ist der Krankheit oder der Krankheitserreger. Aber diese Mannschaft hat noch eine sehr, sehr interessante Eigenschaft, was nur in den letzten Jahren erforscht wurde und damit ins Rampenlicht kam. Das ist der Herkunft. Woher kommen eigentlich diese Immunzellen? Die allermeisten Immunzellen bilden sich in unserer Knochenmark. Das ist ein schwammartiges Gewebe in der Inneren von unserer Knochen. Und hier werden die Immunzellen gebaut und dann in der Blut gewandert und durch die unterschiedlichen Organe oder Gewebe ankommen, wo sie halt gebraucht werden. Aber wie immer, es gibt eine Ausnahme. Die Makrophagen oder Fresszellen gehören auch zum angeborenen Immunität, aber sie stammen von der Dottersack ab. Der Dottersack kennt man am besten als das Eigelb des Vogeleiers. Das ist ein Organ während der frühen Entwicklung, der ausschließlich zur Ernährung des Embryos dient, also das Baby im Bauch. Weiterhin, es hat auch sehr wichtige Stoffwechselfunktionen. Es ersetzt der Leber während der frühen Schwangerschaft, solange der Leber noch nicht da ist. Und drittens, seit ein paar Jahren wissen wir, dass Fresszellen oder die Makrophagen von der Dottersack stammen.
Und um diese Idee von Dottersack etwas näher zu bringen, ich habe ein Ultraschallfoto für euch dabei. Das wurde in der sehr frühen Schwangerschaft, in der 7. Schwangerschaftswoche gemacht. Und hier sieht ein weiblichen Bauch innen drin. Das ist dieser schwarze, der Fruchtsack. Das ist hier das entwickelnde Mini-Mini-Embryo. Und dieser weiße Kreis ist der Dottersack. Und hier stammen von den angeborenen Immunzellen die Fresszellen. Und so nah und so früh wird die Immunprogrammierung stattfinden, durch den Übergewicht des Mutters. Diese Fresszellen wandern dann ins Leber des Embryos und sie bleiben da bis Ende unseres Lebens. Aber was wird genau programmiert an diese Fresszellen? Also alle Zellen und alle Menschen brauchen Energie, um zu funktionieren, um unsere Aufgaben zu erledigen. Und dafür brauchen wir Energie. Energie wird von Zucker gemacht. Also, wir brauchen Zucker. Und dieser Weg von Zucker zu Energie wird durch den Stoffwechsel gemacht. Und dieser Weg wird in die Makrophagen umprogrammiert durch einen Alarmzustand. Wegen der Übergewicht des Mutters, die Zellen fühlen sich wie in einem Notzustand, wie in einem Krieg. Und deswegen sagen die Zellen, ich brauche Energie, aber sofort, egal für welchen Preis. Also dieser Stoffwechsel wird in die Kupferzellen umprogrammiert. Und dadurch, dass die Kupferzellen so früh schon in der Embryo sich entwickeln und so nah zum Embryo, sie haben eine super Eigenschaft dafür, die umgebungsspezifische Eigenschaften des Mutters, heißt das Übergewicht, Untergewicht, Stress, Lebensstil, zum nächsten Generation weiterzubringen und dadurch die Immunität schon vorprogrammieren und dadurch unterschiedliche Krankheiten vorbeugen, so wie fettiges Leber oder Fettleber. So gehen sie rüber. Was können wir nur machen? Wie ein eigenes Leben entsteht und wie es seine eigene Abwehrkraft aufbaut, ist eine der schönsten Geschichten der Immunologie. Und in solche komplexen Prozesse können viel schief gehen. Als ich vor ein paar Jahren schwanger war, mir wurde geraten, ab jetzt für zwei zu essen, in der Welt der Überkonsumierung. Also bitte tut es nicht. Es ist nicht gut. Aber durch ausreichende Bewegung und einen gesunden Lebensstil und ausgewogene Ernährung können wir nicht nur für uns selbst was Gutes tun, aber auch unsere Kinder für mögliche Stoffwechselerkrankungen schützen. Dankeschön. Vielen Dank, Nora. Dankeschön. Den brauche ich gerade nicht. Dankeschön. Damit ihr alle nicht völlig unterzuckert, machen wir jetzt eine kleine 15-Minuten-Pause, wo ihr euch ein paar schöne Getränke holen könnt. Aber, das habe ich ganz am Anfang vergessen, wir haben natürlich heute Abend auch was für das beste Slammy des Abends. Durch diesen wunderschönen Pokal, den die oder der Glückliche dann mit nach Hause nehmen darf. Wir haben ja gleich noch zwei Slams für euch aus den Agrarwissenschaften und der Physik. Ich freue mich riesig drauf, das wird gut. Aber jetzt bitte stürmt die Bar. Und wir sehen uns in 15 Minuten wieder hier. Vielen Dank.
Ich bin zu doof, um eine Glocke zu läuten, offensichtlich. Es rotiert. Ja, du kannst. Hallo, hallo. Ah, da ist der Ton. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pause. Wir machen jetzt den Endspurt mit noch zwei weiteren Talks. Und der nächste Slam dreht sich um Quanten. Ich habe mich gefragt, warum die Physik auf die glorreiche Idee gekommen ist, die kleinsten Teilchen im Universum nach unseren Füßen zu benennen. Das macht für mich irgendwie wenig Sinn. Vor allem, ich hatte nie Latein, ich habe heute mal gegoogelt, was Quantum eigentlich heißt. Irgendwie groß, Größe, ganz, also Google sagt zumindest, es heißt wie viel, wo ich mich dann erst recht frage bei Füßen. So, ja, zwei, wenn man Mathematiker ist, kann man vielleicht nur sagen, kleiner drei, dann sind alle mit dabei. Aber wie viel, ich sage ja auch nicht, meine Hände heißen wohin oder so. Aber die Physiker haben es Quantum genannt. Und was man mit Quanten alles Tolles tun kann, das erzählt euch jetzt der Andreas. Viel Spaß. Danke, David. Ich warte noch auf meine erste Folie. Aber schon mal vorweg, genau, ich möchte euch in den nächsten 10 Minuten ein bisschen was über Physik erzählen. Und zwar, geht gleich weiter. Also ich bin auf jeden Fall Experimentalphysiker. Das bedeutet, ich stehe, da ist es, genau. Ich stehe in meiner Arbeit jeden Tag im Labor, damit ihr euch alle darunter was vorstellen könnt, wie das bei mir so aussieht, habe ich euch da mal ein Bild mitgebracht. Also da seht ihr in der Regel eine ganze Menge an Equipment und Kabeln auf engstem Raum zusammengepackt und hier unterhalten sich gerade der Professor und seine Mitarbeiter, was es denn so Neues gibt am Experiment. Und wir sind mit unserem Projekt in dem Physikcluster ML4Q, das steht für Materie und Licht für Quantencomputer. Wie ihr vielleicht an meinem Titel schon gesehen habt, wir arbeiten mit Licht und unser Projekt beschäftigt sich nicht direkt damit, einen Quantencomputer zu bauen, ist aber sehr, sehr verwandt damit. Es geht nämlich um die Quantenkryptographie. Kryptographie ist ein Begriff, der wahrscheinlich den meisten von euch etwas sagt. Das kommt von dem griechischen Wort Kryptos, was so viel bedeutet wie geheim oder verborgen und letzten Endes geht es darum, Informationen zu Ver- und zu Entschlüsseln. Die Geschichte der Kryptographie, die reicht schon sehr, sehr weit zurück. Beispielsweise haben bereits 500 vor Christus die Spartaner solche Holzstäbe benutzt und man konnte nur Nachrichten lesen, wenn man auch den gleichen Holzstab mit der gleichen Dicke und der gleichen Anzahl von Kerben hatte. Das hat sich natürlich über die Jahrhunderte extrem weiterentwickelt und heutzutage benutzen wir dafür Computer. Gängige Verfahren sind sogenannte Public-Key-Verfahren, bei denen eben ein Teil dieses Schlüssels, der, den man zum Verschlüsseln der Nachricht braucht, veröffentlicht wird. Und die Sicherheit solcher Verfahren, die gründet sich darauf, dass es mit der uns zur Verfügung stehenden Rechenleistung, selbst der besten Computer, quasi unmöglich ist, diese Verfahren zu knacken, also den Schlüssel zum Entschlüsseln zu berechnen. Prinzipiell ist das aber schon möglich und das könnte sich in der Zukunft auch drastisch ändern, denn viele meiner Kollegen, die arbeiten sehr eifrig daran, leistungsfähige Quantencomputer zu bauen und für die sind diese Aufgaben sehr einfach lösbar. Das heißt, in der Zukunft stellen Quantencomputer Bedrohungen für unsere Kryptographieverfahren dar. Das generelle Problem, warum Kryptographie an sich unsicher ist, liegt daran, dass man eben so einen Schlüssel austauschen muss und der muss auch geheim bleiben. Und genau da setzt die Quantenkryptographie an. Die probiert das nämlich umzusetzen mit Hilfe von sogenannten verschränkten Zuständen. Okay, das sollte ich wahrscheinlich ein bisschen genauer erklären. Worum geht es denn da? Wir gucken uns heute mal als Beispiel den Ort eines mikroskopischen Teilchens an, also zum Beispiel eines einzelnen Atoms oder Photons. Photonen sind die Teilchen, aus denen Licht besteht, mit dem wir arbeiten. Und wir wollen mal wissen, wo befindet sich denn so ein Teilchen in so einer geteilten Box? Also die Box sieht so aus, es gibt eine Kammer links, eine Kammer rechts und in der Mitte eine Wand. Und ich möchte jetzt wissen, wo befindet sich mein Teilchen? Ich gucke nach.
Na? Und ich finde es zum Beispiel auf der linken Seite, dann weiß ich, ist es links. Oder ich finde es auf der rechten Seite, dann weiß ich, ist es rechts. Nicht besonders erstaunlich, wenn ich also nachgucke, dann weiß ich, ist es jetzt links oder rechts. Das Besondere an solchen mikroskopischen Systemen ist allerdings, dass vor der Beobachtung dieses Teilchen gleichzeitig links und rechts ist und erst durch meine Beobachtung zufällig festgelegt wird, ob es sich danach links oder rechts befindet. Und diese Eigenschaft kann man ausnutzen, und zwar folgendermaßen. Wir nehmen mal an, wir haben folgende Situation. Wir haben Alice auf der einen Seite und Bob auf der anderen Seite und beide bekommen jetzt so eine Box, wo das Teilchen gleichzeitig links und rechts ist. Und die beiden wollen jetzt auch wissen, wo ist denn mein Teilchen? Die gucken also nach und die stellen was ganz Besonderes fest, nämlich die finden ihr Teilchen immer auf entgegengesetzten Seiten. Also was ich damit meine ist, wenn Alice ihr Teilchen auf der linken Seite findet, dann findet Bob seins immer auf der rechten. Und wenn Alice ihr Teilchen auf der rechten Seite findet, findet Bob seins immer auf der linken. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man in der Physik von verschränkten Teilchen. Und die Ergebnisse sind also ganz, ganz klar miteinander verknüpft, die Alice und Bob bekommen. Und das kann man jetzt benutzen. Zum Beispiel könnte man sagen, die beiden bekommen jetzt immer und immer wieder solche Boxen zugeschickt, gucken immer wieder nach, wo ist mein Teilchen, bekommen dafür Ergebnisse, die eben ganz klar mit dem, was der andere bekommt, verknüpft sind. Und über diese Art und Weise können sie dann einen privaten Schlüssel miteinander austauschen. Und in unserem Experiment geht es jetzt genau darum, Licht mit solchen Eigenschaften herzustellen. Und wie wir das probieren, dafür möchte ich euch unser Spiegellabyrinth vorstellen. Das sieht auf den ersten Blick wahrscheinlich sehr, sehr langweilig aus. Es besteht nämlich nur aus zwei Spiegeln, die sich so gegenüberstehen. Und dazwischen fangen wir jetzt Licht, das läuft also immer wieder hin und her. Zum Beispiel hier auf so einem geraden Weg. Und weil die Spiegel nicht perfekt sind, geht auch immer ein bisschen Licht durch, was wir uns dann von außen angucken können oder was wir im Endeffekt nutzen wollen. Jetzt gibt es nicht nur solche Wege wie hier gezeichnet, es gibt auch noch viel interessantere Wege, zum Beispiel so ein Zickzackpfad hier. Und warum ist der viel interessanter? Weil der nämlich zu mehreren Ausgängen führt. Da gibt es nicht nur diesen einen Ausgang wie bei dem roten Weg, sondern hier zum Beispiel einen oberen und einen unteren Ausgang. Und jetzt ist das auch relativ ähnlich wie in einem echten Spiegellabyrinth, was man so von einer Kirmes kennt, nämlich die Wege, die das Licht nehmen kann, die hängen davon ab, wie die Spiegel angeordnet sind oder noch besser gesagt, wie die Spiegel geformt sind. Wenn man zum Beispiel so einen Spiegel mit so einem Buckel in der Mitte nimmt und daraus das Labyrinth aufbaut, dann wird dieser Weg, den ich eben gezeichnet habe, in der Mitte, dieser gerade Weg, der wird unmöglich, den gibt es dann nicht mehr. Aber diesen Zickzackweg, den gibt es immer noch. Das heißt, die Spiegeloberfläche bestimmt ganz klar, welche Wege kann das Licht nehmen. Und das ist super wichtig für unser Experiment, dass wir dem Licht quasi die richtigen Wege zur Verfügung stellen, damit wir es im Endeffekt benutzen können. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich mit solchen verformten Spiegeln. Das möchte ich euch kurz zeigen, wie wir das machen. Und zwar funktioniert das über Wärme. Das ist hier schematisch gezeigt. Also ihr seht in der Mitte den Spiegel. Von der linken Seite kommt ein Laserstrahl, der wird da drauf fokussiert und dann wird es heiß. Und wenn das heiß genug ist, dann beult sich der Spiegel so ein bisschen aus. Ist relativ einfach, das Ganze dauert eine Weile, ist automatisiert, das kann man aber relativ kontrolliert machen, das heißt, der Laser bewegt sich die ganze Zeit, wird die ganze Zeit heller und dunkler und meine Kollegen sagten schon mal zu mir, Andi, wenn du das machst, das sieht ja aus wie auf einer Party bei dir, deswegen habe ich euch hier mal die Aufnahmen von dem letzten Run, wo ich die Spiegeloberflächen vorbereitet habe, mitgebracht, wie das bei mir aussah. Okay, genau, genug gefeiert. Zurück zum Spiegellabyrinth. Wie können wir denn jetzt das benutzen, um so eine Verschränkung, also das verschränkte Licht herzustellen? Folgende Situation, nehmen wir mal an, ich habe die Spiegel so vorbereitet, ihr seht das jetzt von der Rückseite und es gibt vier Ausgänge. Und zwar sind die in so einem Quadrat angeordnet. Wir haben also eine obere Reihe, eine untere Reihe, eine linke Spalte und eine rechte Spalte. Und jetzt sagen wir mal, wir wollen jetzt zwei Photonen, also zwei einzelne Teilchen in diesem Labyrinth haben und die sollen möglichst weit weg voneinander sein. Damit die möglichst weit weg voneinander sind, müssen die sich also in diesem Quadrat immer auf den Diagonalen anordnen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal hier oben links, links gezeigt, einmal ist ein Photon unten links und eins oben rechts. Die anderen beiden Ausgänge sind leer und der umgekehrte Fall ist, dass die Photonen sich auf oben links und unten rechts anordnen. Und das können wir jetzt wieder in solche Boxen teilen.
wie wir das eben schon gemacht haben. Und wir finden in der linken Situation zum Beispiel, in der oberen Box ist das Teilchen rechts, in der unteren Box ist das Teilchen links. Und in der rechten Situation finden wir, in der oberen Box ist das Teilchen links, in der unteren ist es rechts. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, ist das genau die Situation, die ich eben für Alice und Bob erklärt habe. Das heißt, diese Photonen, die da rauskommen, die sind miteinander verschränkt. Und das könnte zum Beispiel so eine Quelle sein, woher diese Boxen kommen, die Alice und Bob bekommen. Okay, dann haben wir ja eigentlich alles. Eine wichtige Sache habe ich noch nicht gesagt. Damit das wirklich passiert, dass sich das Licht auf dieser Diagonalen anordnet, ja, damit das so weit wie möglich voneinander weg ist, dafür muss es sich abstoßen. Ansonsten könnte es auch passieren, dass es sich zum Beispiel im gleichen Ausgang findet. Das wollen wir nicht, damit können wir nicht arbeiten. Das heißt, wir brauchen so eine Abstoßung zwischen Licht. Okay, Abstoßung, das kennen wahrscheinlich alle schon seit langer Zeit aus Star Wars, wo nämlich diese legendären Lichtschwertkämpfe immer wieder auftreten. In der Realität ist das aber leider nicht so. Nämlich normalerweise gehen Lichtstrahlen einfach durch andere Lichtstrahlen durch. Es gibt allerdings in der Physik eine ganze Menge an klugen Ansätzen, wie man das trotzdem realisieren kann. Und wir arbeiten auch sehr fiebrig jetzt seit 3 Jahren daran, das für unser Experiment umzusetzen. Und dafür fehlt mir jetzt leider die Zeit, euch das im Detail zu erklären. Ich kann nur so viel sagen, eigentlich hängt quasi unser Projekt nur noch an der Umsetzung von so einem Mechanismus im Experiment. Und damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich brauche den nicht, Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt auch leider schon zu unserem letzten Slam. Ich finde es ja total schön, dass wir eine halbe Stunde später angefangen haben. Wenn wir das nicht getan hätten, wären Sie jetzt alle schon auf dem Heimweg. Das müssen wir positiv sehen. So sitzen Sie hier alle noch und wir können noch einen Slam genießen. Und der nächste Slam hat mich heute Morgen dazu gebracht, über mein Rentenalter nachzudenken. Weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben postuliert, dass im Jahr 2045 die künstliche Intelligenz uns in allen Bereichen, also unser Gehirn, unser menschliches Gehirn, in allen Bereichen überholt haben wird. Und ich dachte bisher, so Rente für mich, 67, wahrscheinlich bis dahin nicht mehr, ich muss noch älter sein. Jetzt habe ich wieder Hoffnung, die Maschinen besser werden als ich. Habe ich mal durchgerechnet, kann ich mit 61 in Rente gehen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Man kann aber jetzt schon KIs interessante Fragen stellen und gute Antworten bekommen. Ich würde zum Beispiel gerne mal eine KI fragen, ob man die Gender Pay Gap lösen könnte, wenn man Sachsen-Anhalt zubetoniert. Agrarwissenschaftliche Fragestellung. Und was KI im Bereich Agrarwissenschaften noch alles für uns leisten kann, das hört ihr im nächsten Slam. Viel Spaß! Ja, guten Abend zusammen. Danke dafür für die nette Einleitung. Wie ihr gerade gehört habt, geht es in meinem Slam ums Bildermalen. Denn der Slam dreht sich um die Frage, ist das Kunst oder kann das weg, wie Maschinen Pflanzenbilder für die Landwirtschaft der Zukunft malen? Und da muss ich doch gleich mal fragen, wer von euch mochte in der Schule alles den Kunstunterricht? Okay, ein paar Finger gehen nach oben. Ihr hattet wohl alle begabte Geschwister. Bei mir war das nicht so. Die überwältigende Mehrheit sieht es wohl wie ich. Ich weiß noch genau, wie meine Kunstlehrerin in der Unterstufe ein paar Bilder an die Tafel gehängt hat von Vincent van Gogh und so als Inspiration und dann am Ende gesagt hat, okay, bitteschön, jetzt seid ihr dran. Übrigens war van Gogh ein großer Fan von Landwirtschaft, wie man hier sehen kann. Jetzt seid ihr dran, malt doch mal ein paar Bilder von van Gogh und das ist dann das, was bei mir rumgekommen ist. Wer sich jetzt denkt, wow, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, hat gewisse Ähnlichkeiten zu van Goghs berühmtem Werk 12 Sonnenblumen in einer Vase. Ja, das stimmt, aber ich muss Ihnen noch ein Geheimnis verraten, ich hatte eine kleine Vorlage, natürlich habe ich mir zu Hause was ausgedrückt, habe das Bild durchgepaust, bin damit zur Schule gegangen, habe es versucht abzumalen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ich es weder geschafft habe, in den Linien zu bleiben, noch geschafft habe, irgendwie van Goghs typischen Stil mit diesen kurzen Pinselstrichen zu verwirklichen, dann sagt das schon einiges über mein künstlerisches Talent aus, finde ich. In der Mittelstufe wird der Kunstunterricht dann deutlich besser, meine Lehrerin war oft krank, wir konnten stattdessen auf dem Schule Fußball spielen. In der Oberstufe
durfte ich das Grauen nach meinem ersten blauen Brief abwählen. Ja, wir reden immer noch vom Kunstunterricht. Also wie ihr seht, steht hier ein ausgewiesener Fachmann fürs Bildermalen auf der Bühne. Zum Glück mache ich das nicht alleine, sondern ich habe eine Hilfe und diese Hilfe nennt sich künstliche Intelligenz. Bei künstlicher Intelligenz meine ich nicht einen Roboter, der einen Pinsel in der Hand hat und ein Bild malt, sondern wenn ich von künstlicher Intelligenz rede, meine ich künstliche neuronale Netze. Echte neuronale Netze haben wir in unserem Gehirn. Und künstliche neuronale Netze sind davon inspiriert. Da gehen Informationen am Anfang rein, werden von Neuronen, das sind diese Punkte, die man hier sieht, verarbeitet, Informationen werden weitergegeben und am Ende kommt ein Output raus. Diese neuronalen Netze haben Millionen von Parametern, was immer noch weniger ist als unsere echten neuronalen Netze in unserem Gehirn. Und das Coole ist jetzt, weil die so viele Parameter haben, können wir aus einem relativ wenig komplexen Input, also nur 2 Neuronen, einen doch komplexeren Output erzeugen mit 5 Neuronen auf der Output-Seite. Und das brauchen wir jetzt, wenn wir über künstliche neuronale Netze reden, die Bilder generieren können. Die bestehen eigentlich nämlich aus 2 künstlichen neuronalen Netzen. Zum einen aus dem Generator, der generiert aus 8 zufälligen Zahlen ein Bild, was über 500.000 Pixel hat. Und dann haben wir noch den Diskriminator, der entscheiden soll, ob das Bild ein echtes Bild von Van Gogh ist oder ob das Bild eine Fälschung ist, also vom Generator erzeugt wurde. So, und jetzt sagt ihr, kann doch gar nicht gehen. Und ich sage euch, geht doch. Das sind Bilder, die ein GAN erzeugt, von Personen, die in der Wirklichkeit so nicht existieren. Und man muss schon ganz genau hinschauen, wenn man ertappen möchte, dass das ein generiertes Bild ist. Also zum Beispiel sieht man da mal im Hals eine komische Kante, die vielleicht komisch ist, oder die Frau hat vielleicht ein halbes Ohr, weil wir wissen ja, das muss nichts heißen. Bei Phinerop reden wir nicht von der Generierung von Gesichtern, sondern wir generieren Pflanzenbilder. Zum Beispiel haben wir hier Mischanbauten von Bohnen und Weizen auf einem Feld und das erforschen wir, weil wir zum Beispiel herausfinden wollen, wie sich dadurch die Ernteausfälle bei Hitzewellen, wie wir sie aktuell haben, vermindern lassen. Und auch das funktioniert. Wir können erstaunlich scharfe Bilder generieren. Aber okay, wie klappt das Ganze jetzt? Wir brauchen also den Generator und den Diskriminator. Das sind 2 neuronale Netze. Und wenn wir jetzt nochmal in unserem Bild bleiben, das wir ganz am Anfang geschaffen haben, dann könnte ich in der Schule der Generator sein, der Bilder malen soll. Und dann haben wir den Kunstlehrer, der solche Bilder bewerten soll. Keine Sorge, das ist auch eine Person, die nicht existiert. Ich verletze keinen Datenschutz. Die Personen haben eigentlich keine Gemeinsamkeiten, außer einen schlechten Geschmack, was die Frisur angeht. Und der Kunstlehrer, der möchte jetzt von dem Generator, von dem Schüler, dass er Bilder von Van Gogh malt. Aber das Besondere ist jetzt, der Schüler darf die Bilder von Van Gogh nicht sehen. So, und was macht also ein Schüler, wenn er keinen Bock hat auf solche neumodischen Lernkonzepte? Er generiert einfach irgendwas, also Strichmännchen vielleicht. Wenn ein Computer keinen Bock hat, dann generiert er beliebige Bilder, wo jedes Pixel eine beliebige Farbe hat. So, und mathematisch gesagt sprechen wir da von der generierten Bildverteilung auf der linken Seite und der realen Bildverteilung auf der rechten Seite und versuchen, diese Verteilungen gegenseitig anzunähern. So, der Generator versucht immer weiter Bilder zu generieren und er schafft es tatsächlich, dass diese Bilder besser werden, weil der Diskriminator die Bilder bewertet in real und fake und allein aus der Bewertung des Diskriminators oder des Kunstlehrers schafft es der Generator, besser zu werden, weil er weiß, wenn er mal zufällig ein gutes Bild erzeugt, weil er dann weiß, in welche Richtung er sich bewegen muss, weil er dann vom Kunstlehrer mal eine nicht ganz so schlechte Bewertung bekommt. Und so, nach etlichen von Versuchen, bewegen sich diese beiden Kurven da unten aufeinander zu und wir erzeugen erstaunlich gute Bilder. Ganz am Ende, wenn man es einmal kann, braucht man den Kunstlehrer nicht mehr, wie das immer so ist in der Schule. Und da fallen jetzt erstmal 2 coole Sachen auf. Zum einen, da wir ja das Bild nur aus 8 zufälligen Zahlen erzeugen, oder die Bilder, können wir jetzt beliebig viele Bilder erzeugen.
und indem wir einfach diesen Input-Vektor verändern. Und das Zweite ist, weil der Schüler niemals ein echtes Bild von Van Gogh sieht, kann er auch keine echten Bilder reproduzieren. Das heißt, wir können beliebig viele neue Bilder von Van Gogh malen. So, ich sehe schon die ersten hier, die springen auf, fordern KI für den Kunstunterricht. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Wie immer hat die Sache einen Haken. Der erste Haken seht ihr schon da oben in der Mitte. 1 Million Versuche. Also, ich weiß ja nicht, wenn ich in der Schule 1 Million Versuche Zeit gehabt hätte, ein Bild zu malen, okay, ich vielleicht nicht, aber die, die eben aufgezeigt haben, die würden bestimmt auch noch 1 Million Versuchen schaffen, ein Bild zu generieren, was so schön aussieht. Und der zweite Punkt ist ja irgendwie, es wäre ja schön, wenn wir das Ganze so ein bisschen steuern könnten. Also, was bringt es uns, beliebige Bilder zu erzeugen? Es wäre doch schön, wenn wir zum Beispiel ein bisschen steuern könnten, wie der Output aussieht. Und das können wir machen, indem wir einfach diesen künstlichen, diesen Zufallsvektor mit 8 Zahlen durch eine Vorlage ersetzen. Und zwar genau die Vorlage, die ich am Anfang auch hatte. So, und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, was bringt uns Bilder von Van Gogh für die Landwirtschaft? Und ich würde sagen, gar nichts. Und es ist ja auch ein bisschen witzlos, wenn ich jetzt mit der Drohne übers Feld fliege und das machen wir bei Finorop die ganze Wachstumsperiode, wir nehmen ein paar Bilder auf so, und wir haben die Bilder, warum soll ich jetzt nochmal neue Bilder von Pflanzen generieren? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber wie cool wäre es bitte, wenn wir hingehen könnten und wir nehmen ein Bild von der Pflanze von einem frühen Wachstumsstadium und generieren uns daraus ein Bild, wie die Pflanze ein paar Wochen später aussieht oder ein paar Monate. Wie cool wäre, wenn wir einfach eine Glaskugel schauen könnten und wissen, okay, so sieht die Pflanze zu einem späteren Zeitpunkt aus. Und die gute Nachricht ist jetzt, wir können das machen. Wir können einfach dieses Konturenbild von Van Goghs 12 Sonnenblumen in einer Vase ersetzen mit einem Bild von einem frühen Stadium. Und wenn wir dann den Trainingsprozess, den wir eben gesehen haben, anwenden und einen generierten Generator benutzen, können wir daraus ein Bild erzeugen von einer Pflanze in einem späteren Stadium. So, und wenn wir das jetzt auf das gesamte Feld machen, für das gesamte Feld anwenden, dann kann das plötzlich für den Landwirten sehr, sehr nützlich sein, weil er für jede Position auf dem Feld schon sehr frühzeitig sehen kann, wo er vielleicht mehr düngen muss, wo er mehr bewässern muss oder wo vielleicht besonders viel Unkraut wächst. Und wir können noch mehr. Wir können auch noch weitere Bedingungen hinzufügen und können dadurch quasi Simulationen hinzufügen. Wir haben unsere Mischungen aus Bohnen und Weizen und wenn wir jetzt sagen, okay, was passiert denn jetzt, wenn mehr Bohnensamen aufgehen oder wenn mehr Weizensamen ausgehen? Wie sieht das Bild, wie sehen unsere Pflanzen denn dann ein paar Wochen später aus? Und können dadurch zum Beispiel Ernteerträge besser abschätzen. Damit kann ich auch jetzt schon meine Anfangsfrage beantworten. Ist das Kunst oder kann das weg? Ich würde sagen, nein, es ist keine Kunst. Was ich hier gezeigt habe, ist eher Mathematik oder Data Science. Aber solange die Bilder so aussehen wie hier, finde ich, können sie auch nicht weg. Ich hoffe, das stimmt ihr mir zu. Ja. Und wenn die Bilder dann doch mal nicht so gut aussehen, dann und ihr mich demnächst mit einem blutigen Ohr hier durch die Bonner Innenstadt laufen seht, wisst ihr zumindest, an welcher künstlichen Intelligenz ich verzweifelt bin. Dankeschön. Dres! Du kannst auch direkt hier oben bleiben, Lukas. Super, dann würde ich doch einfach mal meine 5 Slammys auf die Bühne bitten, denn jetzt brauchen wir euch nochmal, wir wollen ja feststellen, welches der Exzellenzcluster der Uni Bonn hat denn den besten Slammy? Und das bestimmen wir heute einfach per Applaus. Und ich werde meine abstehenden Ohren spitzen und versuchen, ein gutes Bild einzufangen, was ihr meint, wer von den 1, 2, 3, 4... Franka, hi, 5 den Abend heute gewinnt und diesen tollen Preis hier mit nach Hause nehmen darf. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an in der Reihenfolge der Vorträge. Und als erstes hatten wir heute die liebe Barbara Böhlmann.
da liegt die Latte. Gut, als zweite Slammerin hatten wir heute die Franka Hoffmann. Muss ich ja schon Einzelstimmen rausrechnen hier. Nora Balser als Dritte. Habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen oder so? Die Nummer 4, Andreas Redmann. Und last but not least, Lukas Drees. Okay, ich denke, das ist relativ eindeutig. Ich überreiche dir das hiermit. Herzlichen Glückwunsch, Lukas, für den tollen Slam. Ganz, ganz lieben Dank an Sie fürs Kommen. Ganz, ganz lieben Dank hinten an die Technik, an Ole, Sophie und Julian und den Rest des Teams, die das alles möglich gemacht haben hier. An die Stummfilmtage, die uns das ganze Setup zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich an euch alle fürs Kommen. Ein Riesenapplaus. Es war mir eine Riesenfreude, hat Riesenspaß gemacht. Und zum Abschluss, wir hatten das letzte Mal so Konfettikanonen. Und die haben wir hinter der Bühne gezündet für die Slammerinnen und Slammer. Und dann haben die Stummfilmtage gesagt, das geht nicht. Die Leinwand ist super teuer. Aber ich möchte Sie heute Abend hier nicht ohne ein Feuerwerk entlassen. Und deswegen zum Abschluss für Sie, für den guten Heimweg von mir. Schönen Abend!